Die folgende Sendung wird gesponsert von Joy, dem Trendmagazin für junge Frauen. Lieber Paps, leider sind dies die letzten Worte, die ich an dich richten kann. Wenn du sie liest, bin ich wahrscheinlich schon nicht mehr. Na, wer sagt's denn? Da haben wir doch genau das Richtige. Come on, come on! Meinst du, okay, wenn du uns hier einfach mitnimmst? Of course, come on. Aus. Sehr gut, komm. Beruhig dich erstmal. Hm? Wo ist Lee? Und der Blitz angeschlagen. Wo ist Lee? Weiß ich nicht. Was? Es ist schon nach eins. Machst du schon Schnapp? Ich bin völlig am Ende. Außerdem muss ich morgen früh raus. Na, komm bitte in mein Büro. Wir müssen was jetzt besprechen. Komm, Entschuldigung und so. Heißt das etwa, du willst dich jetzt schon von Acke machen? Na, das möchte ich jetzt nicht hören. Schau, gefällt es dir nicht hier, unsere coole Party? Ist doch gut, oder? Ja. Ja. Yeah. Hey. Oh, Leute, du bist ein Held. Ich glaube, ich werde alt. Na klar, du gehst auch schon auf die 20 zu. Die beiden da hinten tanzen ununterbrochen, seit wir hier sind. In der Zeit habe ich schon ein paar Mal schlapp gemacht. Hier! Die helfen die Kondition ein bisschen nach, ohne Risiken, Nebenwirkungen und ohne ihr Arzt oder Apotheke fragen zu müssen. Ecstasy? Kann man wohl sagen, muss man aber nicht, weil eigentlich heißen die Smiley. Und Smiley, das Zeug bringt euch wieder hoch. Yeah! Danke, wir sind auch so super drauf. Yeah, okay. Komm, nur mal probieren. Yeah, okay. Wie bist du denn drauf? Komm, mach keinen Stress. Hey, ich mache aber auch keinen Stress, aber ich brauche so ein Zeug nicht. Hey, davon wird man nicht gleich süchtig. Halt dich selber. Komm, Mensch, sei kein Spaßverderber. Schau mal, so einfach geht es. Mach den Mund auf und rein. Und jetzt runter damit. Schluck, 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 schluck. Yeah, party! Noch ein Kaffee. Lass doch die Briefe, das bringt uns doch nichts. Wir kriegen schon raus, wo sie ist. Du warst der beste Vater, den ich mir vorstellen kann. Vergiss mich nicht. Das hat doch überhaupt nichts zu sagen. Lieber Bastian,
Leb du das Leben, das ich so gern gelebt hätte. Die Welt ist so wunderschön. Mach die Augen auf. Und denk immer dran. Warum quälst du dich so? Ich bin nicht wirklich tot. Ich liebe weiter in den Sonnenstrahlen, im Wind, in den Vögeln, im Meeresrauschen. Und wenn du ganz leise bist, hörst du mich flüstern. Ich liebe dich. Wir werden sie schon. Wird alles gut. Stimmt. Na? Alles okay mit dir? Nee. Tut dir irgendwas weh? Das zahlt doch bestimmt die Haftpflichtversicherung, oder? Ach, das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Verdammt. Also nicht. Mama macht mich noch zur Schnecke. Ach, sei froh, dass dir nichts passiert ist. Kaffee? Aber die Hausrat, klar. Die müsste das doch zahlen. Ach, bloß gut. Mama hat gerade erst eine abgeschlossen. Vor 2 Wochen bei Tobis Mutter. In weiser Voraussicht, die man sieht. Ja. Sag mal, wo ist eigentlich Lee? Schläft die noch? Ist nicht da. Was? Na komm, keep cool. Die pinnt bestimmt noch bei Tobi. Hat sie angerufen? Ich weiß nicht. Die Leitung war doch tot. Na, jetzt hoffentlich nicht mehr. Ist jetzt bestimmt versucht. Also jetzt mach ihr keinen Stress. Sonst lässt die mich nie mehr wieder aus ihren Klauen. Ich habe wirklich lang genug dafür gekämpft, dass die mich nicht wie ein Säugling behandelt. Fängt bei Tobi. Ganz bestimmt. Na, jetzt hoffentlich nicht mehr. Du pack dir schnell irgendwas ein. Die Schule fängt gleich an. Außerdem müssen wir doch auch irgendwann mal in die Schule. Oh, wer sagt es? Komm! Yeah! Hi, 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 ihr zwei! Na, wie geht's? Wie wär's mit einer kleinen Stärkung? Yeah! Yeah! Und du? Nee, danke. Schau, dein Name steht drauf. Sie fühlt sich gut. Und du? Ja. Komm, wir gehen tanzen! Geh doch, geh doch! Yeah! Oh yeah! Ich hoffe nur, dass dieses hysterische Weibsbild wegen so ein paar klitzekleiner Kakerlaken nicht gleich eine Anzeige macht. Ja, und wenn schon, die prüfen das erstmal. Und wenn sie nichts finden, hat sich die Sache erledigt. Kakerlaken würden hier doch verhungern. Wenn mir das Gesundheitsamt jetzt ausgerechnet kurz vor Ostern den Laden dicht macht, kriege ich einen Anfall. Das, was mich das kostet. Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Kollege. Morgen. Hören Sie mal, mit dem Würstchen werden Sie doch noch fertig werden. Klar, es gibt ja auch noch andere Tierchen. Ratten. Die machen eine Menge Ärger und man braucht lange nicht zu viel davon. Wo wollen Sie die denn herkriegen? Keine Ahnung, das ist Ihr Problem. Das ist nicht Ihr Ernst. Ich kann keinen klaren Gedanken mehr fassen. Verstehe ich. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich tun soll. Okay, wir müssen jetzt irgendwas unternehmen. Ich halte das nicht mehr aus. Ich gehe noch mal in Maschas Zimmer. Vielleicht finde ich ja doch noch was. Ich gehe in die WG.
Hertha, was? Hallo. Endlich. Wo bist du? Wie geht's dir? Ist alles okay? Ja, ja, Paps, es ist alles in Ordnung. Tut mir leid, wenn du dir Sorgen gemacht hast, aber ich habe einfach nur ein bisschen Zeit für mich gebraucht. Sag mir doch bitte, wer du bist. Weißt du, es war einfach zu viel Stress in letzter Zeit. Das Abi schafft mich total und dann noch der Laden nebenbei. Aber mir geht's wirklich total gut. Ehrlich. Und in ein paar Wochen... Mascha, hör mir jetzt zu. Ja? Hör auf, mir Märchen zu erzählen. Dir geht es überhaupt nicht gut. Ich habe mit Zoe gesprochen. Sie hat mir gesagt, was los ist. Dann hat sie dir sicher auch gesagt, dass ich nicht an mir rumfuschen lassen. Wer hat denn was von rumfuschen gesagt? Du hast eine reelle Chance. Du musst nur... Nein, Paps, jetzt hör mir mal zu. Ich muss mich nicht bestrahlen lassen, bis mir alle Haare ausgefallen sind. Und ich muss mir auch nicht die Seele aus dem Leib kotzen von dieser bescheuerten Chemotherapie. Ich muss das alles überhaupt nicht haben. Paps. Das Leben ist wirklich so schön und ich will es genießen, solange das noch irgendwie geht. Paps, bitte, du musst das akzeptieren. Und bitte tu mir einen Gefallen. Versprich mir, dass du Bastian nichts davon sagst. Paps, bitte. Du musst mir das versprechen. Gut, ich verspreche es dir. Aber, Mascha, tu jetzt nichts Unüberlegtes, hörst du? Nein. Mascha! Paps, ich tu mir nichts an, wenn du das meinst. Wirklich. Im Gegenteil. Ich will das Leben noch mal in seinen vollen Zügen genießen. Sag mir doch wenigstens, wo du bist, Kind. Bitte. Tschüss, Paps. Mach's gut. Das ist nicht fair. Macht genau 99,99 Mark. Eine Schnapszahl, so ein Zufall. Und einen Glückspfennig zurück für die junge Dame. Danke. Einen wunderschönen Tag wünsche ich noch. Jedenfalls. Und schon geht's weiter. Herr Fechner? Ja, bitte. Herr Fechner, gegen Sie liegt eine Anzeige vor. In Ihrem Markt soll es Ungeziefer geben. Was? Würden Sie mir die Räumlichkeiten zeigen? Gemäß § 21 Lebensmittelgesetz. Ja, ja, schon gut. Einen Moment bitte. Gisela, kommen Sie bitte mal an die Kasse. Ja. Entschuldigung, meine Dame, ein kleines Missverständnis. Dürfte ich erfahren, von wem die Anzeige stammt und was das für Ungeziefer sein soll, Frau Rode? Frau Rode? Kakerlaken. Was? Hier sollen? Kakerlaken, wie kommen Sie denn auf sowas? Nicht ich, Herr Fechner. Ernestine Müller, stimmt's? Ist eine sehr gute Kundin von mir, hat nur leider ein Problem. Die Ärmste sieht überall irgendwelche Tiere. Ameisen, Kakerlaken. Ich muss jeder Anzeige nachgehen, Herr Fechner. Wenn Sie mir jetzt bitte die Regale mit den Lebensmitteln zeigen würden. Tut mir leid, da muss ich leider passen. Wir führen keine Lebensmittel. Und was ist mit Tierfutter für Hunde, Katzen, Vögel? Auch nicht. Und was ist damit? Es ist nur wegen Ostern. Irgendwo muss doch was sein. Wir finden schon was. Irgendwas, was einen Hinweis darauf gibt, wo sie steckt, muss es doch geben. Und wenn ich die ganze Bude auf den Kopf stelle. Hm? Hier haben wir doch schon was. Côte d'Azur. Ja, vergiss es, da geht sie nicht hin. In dem Urlaub hat es nur geregnet und wir haben es gezofft. Wenn wir was finden, dann hier drin. Masch hat in der letzten Zeit nur noch in Reiseprospekten gewühlt. Hier, Kanada. Eines der letzten Abenteuer. Und hier ist noch was angestrichen. Eine Telefonnummer. Na, hör mal, es ist schon 3 Uhr und in der Schule waren die beiden auch nicht. Gib mal die Tüte, bitte. Naja, wahrscheinlich haben die durchgemacht und pennen noch. Hm. Na, hier. Sieht doch ganz okay aus, ne? Ja, ist doch alles wunderbar. Als ob ich's gewesen wäre. Gut. So, meine Geduld ist jetzt echt zu Ende. Ich rufe bei Tobi an.
Hallo? Ja, Jürgen hier, grüß dich, Olli. Du, sag mal, ich bin auf der Suche nach zwei Nachtschwärmern. Kann ich mal eben Lee sprechen? Was? Du hast auch keine Ahnung, wo die stecken? Nein, eben nicht. Ja, ich danke dir. Tschüss. So, ich fahre jetzt zu den Konzerthallen. Ja, aber da ist doch bestimmt kein Mensch mehr. Egal. Vielleicht erfahre ich ja doch irgendwas. Ups. Oh, ist das schön, wieder zu Hause zu sein. Na, endlich. Ihr seid ja wohl verrückt geworden. Jürgen wollte gerade die ganze Stadt nach euch abklappern. Oh, es ist ein bisschen spät geworden. Oder ein bisschen früh. Aber dafür geht's mir super. Hör auf, mir ist ja schon ganz schlecht. Oh, ich muss ins Bett. Oh, noch eine Minute. Dann komme ich mit. Kann ich bitte vorher eine Erklärung haben? Du solltest auch mal so eine Nacht durchtanzen. Das macht total locker. Wo zum Teufel habt ihr gesteckt? Das Konzert war so geil. Und danach gleich pennen. Unmöglich. Wir sind danach alle noch auf eine Party gegangen. Total abgefahren, sag ich euch. Du hast deiner Mutter versprochen, um 12 zu Hause zu sein. Aber Mama ist doch gar nicht da. Aber Frederik war alleine und beinahe. Jetzt lass Lee aus dem Spiel. Es war allein meine Schuld. Was war deine Schuld? Ist was passiert? Vergiss es. Frederik wollte eine Kerze anzünden. Dabei ist er aus dem Rollstuhl gekippt. Und wenn ich nicht zufällig gerade vorbeigekommen wäre, dann... Ja, aber es ist ja nichts passiert. Da können wir von Glück reden. Es hätte auch schlimm ins Auge gehen können. Ach, Bruderherzchen, was machst du nur für dumme Sachen, wenn ich dich einmal alleine lasse? Ein Glück, dass wir Jürgen haben. Du tickst ja nicht mehr richtig. Aber Sie haben doch nur Ihre Pflicht getan. Ihr, bitteschön. Sie wissen schon, dass das... Ist nicht als Bestechung gemeint, wirklich. Ich bin froh, dass ich nichts gefunden habe. Na, fragen Sie mich mal. Bei Ihrem Sortiment wäre ein derartiger Ungezieferbefall auch sehr ungewöhnlich. Tja, es sei denn, die Viecher stehen neuerdings auf Bindfäden und Geschirr. Genau. Dort bitte. Danke. Ja, dann... Und wie erklären Sie sich das hier? Das ist mir auch ein Rätsel. Christian. Woher? Ein Anruf. Im Reisebüro. Ich wollte dir nur eins sagen, Mascha. Egal, wo du hingehst, du nimmst deine Krankheit überall hin mit. Papa hat es dir gesagt. Das spielt jetzt keine Rolle. Bitte komm mit mir nach Hause. Ich kann nicht mitgehen. Mascha, bitte. Es geht nicht. Warum nicht? Ist die völlig durchgeknallt, oder was? Let the bass kick. So, Lee, ich glaube, wir sollten miteinander reden. Lee! Ah, okay, ich gebe alles zu, es war blöd von mir. Sag mir, was ich tun muss, damit alles wieder gut ist. Aber bitte, bitte, bitte sei nicht mehr böse, ja? Das ist nicht mehr auszuhalten. Seid ihr im Irrenhaus? Frederik, wo bist du denn hin? Das ist mir zu blöd hier. Frederik!
Jetzt warte doch. Nein! Sag mal, Lee, ich glaube, du hast was genommen. Ich was genommen? Das habe ich doch gar nicht nötig. Ich bin einfach nur super gut drauf. Oder ist das jetzt schon verboten? Lee, weißt du, wie spät es ist? Du gehörst ins Bett, verdammt noch mal. Kannst du dir das nicht vorstellen? Ich weiß nicht, wie lange ich noch habe. Egal, was ich mache, es kann immer das letzte Mal gewesen sein. Kannst du dir vorstellen, was für ein Gefühl das ist? Ich habe immer davon geträumt, am Eriesee zu sein. Am Ufer sitzen, wenn es Abend wird. Die klare, kalte Luft. Lass mich, Bastian, bitte. Was soll das? Was machst du da? Bastian, hör auf damit. Ich gehe nicht mit dir zurück. Du machst es dir verdammt einfach. Ich mach's mir einfach. Ich will einfach. Ja, siehst du, genau das ist es. Du. Und was ist mit mir? Wie lange muss ich mir denn noch deine Lügen anhören? Warum hast du mir nicht gesagt, dass du krank bist? Ha? Du denkst, das geht mir nichts an? Das geht mich verdammt viel an, Mascha. Wir haben Verantwortung füreinander übernommen. Und ich dachte immer, unsere Liebe ist was ganz Besonderes. Bastian, es geht nicht anders. Bitte versteh mich doch. Gut. Dann geh. Geh, wohin du willst, aber erwarte von mir keine Absolution dafür. Jetzt weiß ich wenigstens, wie viel dir unsere Liebe wert war. Bastian! Bleib bei mir. Bastian wird nicht schlau aus Mascha. Was soll er von dieser plötzlichen Sinneswandlung halten? Im nächsten Marienhof. Diese Sendung wurde gesponsert von Joy, dem Trendmagazin für junge Frauen. Smash-Hit aus dem Marienhof. Judith mit We Gonna Stay Together. Jetzt überall.